Jo Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Und ihr hört schon, meine Stimme ist völlig im Arsch. Aber trotzdem zeige ich euch natürlich wie jeden Morgen den heutigen Fortnite-Shop. Klicken wir direkt mal drauf. Und zwar gibt es heute echt viele neue Sachen. Erstmal gibt es wieder die Viehdieben. Ich glaube, das war ja die, die wir im Voting dazu bekommen haben. Eigentlich ziemlich cooler Skin. Ich weiß nicht, habe ich mir noch nicht geholt. Ich finde den Backpack nicht so geil, aber der Skin schaut auf jeden Fall ganz fresh aus. Dazu gibt es jetzt neu. Also ich zeige nochmal ganz kurz hier zurück. Hallo, zurück. Da. Achtung, ihr seht es jetzt gleich. Es gibt nämlich ziemlich viele neue Sachen. Erstmal von den beiden neuen Haken, das ist die erste. Und zwar das Sporenbeil für 500 V-Bucks. Okay, hören wir uns mal den Sound an. Achtung. Ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Preis ist auch in Ordnung. Sorry, Leute, ich bin so krank. Oh Mann, ey, ich habe heute den ganzen Tag nur im Bett gelegen. Auf jeden Fall haben wir dann noch heute weiteren neuen Skin drin. Und zwar den Cowboy für 1200 V-Bucks. Auch wenn ich jetzt nicht so weiß, was an ihm so cowboyhaft sein soll. Ja, für 1200 V-Bucks mit diesem Backpack dazu. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, den werde ich mir persönlich jetzt nicht holen. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Also da würde ich mir auf jeden Fall für den quasi gleichen Preis auf jeden Fall eher die weibliche Variante holen. Finde ich deutlich cooler. Aber auch er hat eine neue Hacke dazu bekommen. Und zwar die Allzweck-Axt. Okay, schaut relativ ähnlich aus. Hören wir uns mal hier auch den Sound an. Achtung. Ja, von meinem persönlichen Geschmack würde ich sagen, sogar ein bisschen besser als die andere. Und die hat auch den gleichen Preis. Also da, glaube ich, würde ich mir eher diese hier holen, aber auf jeden Fall den anderen Skin. Wir haben dann auch noch eine neue Lackierung drin auf der rechten Seite. Die schauen wir uns gleich an. Erstmal schnell, kennt ihr ja Farbenballon. Schon eine Weile jetzt raus. In Season 7 kam der raus. Kommt mir noch gar nicht so lange hervor, aber ja, Season 7. Dazu gibt es dann wie immer die Farbbombe drin für 1200 V-Bucks. Sorry. Dazu dann noch den Farbenkanonier, der auch den Backpack dazu hat. So schaut der aus. Und es ist noch die ziemlich geile Regenbogenwucht. Kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr coole Hacke mit diesem Sound. Ja, auf jeden Fall eine der besten Hacken im Spiel. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es feiert, dass ich euch hier trotzdem jeden Morgen den neuen Shop zeige. Wir haben dann Rennfieber drin, wo ich eigentlich den Backpack ganz cool finde. Auch wenn ich es besser gefunden hätte, wenn einfach nur das Schwert da wäre, ohne den Rucksack. Dazu noch den Sonnenvogel für 1200 V-Bucks. Und jetzt dann als quasi weiteres Highlight noch eine neue Lackierung. Und zwar das rustikale Karo. Ja, auch wenn ich jetzt nicht ganz so sehe, was da ein Karo ist. Hä, was soll da ein Karo sein? Ah, okay, hier sieht man es jetzt besser. Ja, okay, ich verstehe, was Karo gemeint ist. Auch wenn es irgendwie ein bisschen merkwürdig auf den anderen Waffen ist, wenn man es halt nicht so gut sieht. Hier sieht es halt ein bisschen merkwürdig aus. Aber jo, an sich keine schlechte Lackierung, aber ich würde mir auf jeden Fall eher die coolen Lackierungen, die animierten, holen und hier eher die Finger von lassen. Meine persönliche Meinung, aber ja, ich finde die Nummer 1 hier nicht so geil. Dann noch Extraterrestrial. Dieser Alien-Meme-Emote. Finde ich eigentlich ganz lustig. Dazu noch den Hüftpfeffer für 500 V-Bucks, den Fortbewegungs-Emote. Ja, Preis ist auch in Ordnung. Und es ist noch den Einklang für 200 V-Bucks. Ah, den finde ich aber persönlich nicht so stark. Ah, den würde ich an eurer Stelle wahrscheinlich eher nicht holen. Aber jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ich werde jetzt gleich ins Bett gehen, Leute. Mir geht's irgendwie gerade richtig scheiße. Ich hoffe natürlich, bei euch ist gerade der Tag oder auch der heutige Tag dann ein bisschen besser, dass ihr ja nicht krank seid. Und wenn, dann doch gute Besserung an euch. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und ich werde jetzt schlafen gehen. Habt alle eine gute Nacht, einen guten Tag. Ich habe jetzt eine gute Nacht hoffentlich. Und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.